Und Koch, Buschi, die Fans spüren genau, dass da noch was geht. Und jetzt ist mentale Stärke gefragt und natürlich diese unfassbare Rückendeckung durch die Fans. Das könnte entscheidend sein. Das sieht gut aus. Spielt sich herrlich frei. Jetzt ist er. Und wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es der Keeper. Aubameyang. Und er bekommt Hilfe. Jetzt zieht er ab. Erstmal nur abgewehrt. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Achtung, jetzt! Tja, mein Lieber, das sieht aus wie Eckfahnen-Zielschießen. Ja, das kannst du nicht besser rausspielen. Also sensationell bis zum Abschluss. Und dann fehlt vielleicht auch die Kraft. Müller. Aubameyang. Coutinho. Aaron Lennon. So, das könnte jetzt die letzte Möglichkeit sein, um hier noch zum Ausgleich zu kommen. Das war ja nur ein Rollerchen. Ja, und dann steht er dann. Aguero. Oh je, die Führung versiebt und der Titel für sie wieder alles andere als sicher. Mani, und jetzt gibt's nur noch eins, ab nach vorne. Ich meine, wir beide sind ja die Riesenexperten, aber mit dem Tor haben wir wirklich nicht gerechnet. Nee, aber das nennt man dann wohl effizientes Chancenausnutzen, was wir hier gesehen haben. Und das sind diese Fußballspiele, in denen Helden geboren werden. Das ist der helle Wahnsinn. Guck mal hin! War das die Entscheidung in buchstäblich letzter Sekunde? Ich glaube, wir fangen besser noch nicht an, über Entscheidungen zu reden, aber eine Vorentscheidung, sagen wir mal so. Jo, das ist spät und das müsste dieses Ding hier normalerweise die Entscheidung sein, aber es ist unfassbar spannend. Was für eine Dramatik, was für ein Hitchcock, was für ein Thriller. Reine Rangelei um den Ball. Nochmal darf er pfeifen, der Schiri. Das war der letzte Pfiff, der Schlusspfiff.